Oder hat in One Piece schon öfters Inspiration aus der griechischen Mythologie genommen? Didab aus dem Oro Jackson Forum hat eine interessante Entdeckung gemacht. Welche das ist, sage ich euch nach einem kurzen Intro. Herkules war ein Demigott, der Sohn Zeus mit extremer Kraft und einem unsterblichen Körper ausgestattet. Schauen wir uns Kaido an, bemerken wir auch, Kaido hat einen extremen Körperbau, trägt ein fellartiges Cape und kämpft mit einer Keule. Drei Sachen, die auch Herkules zugesagt werden. Was viele nicht wissen, Herkules Hauptwaffe war eine Keule. Er trug ein Fell eines nemischen Löwens. Und Herkules musste 12 Prüfungen bestehen. In diesen Prüfungen musste er alle möglichen Arten von Bestien besiegen und wurde somit der König der Bestien. So wie Kaido auch 100 Bestien Kaido genannt wird. Vor kurzem nutzte Kaido eine Fähigkeit namens Göttlicher Donner. Dies könnte eine Referenz an Zeus sein, dem Übergott, der Blitze auf die Gegner wirft. In einer antiken Geschichte spazierten Herkules und die Nymphe Tyrus am Strand, als Herkules Hund eine Schnecke verspeiste und plötzlich lila Farbe an seinem Mund hatte. Tyrus sagte zu Herkules, dass sie ihn niemals akzeptieren würde, bis er ihr eine Robe in derselben Farbe bringt. Und wenn wir uns nun Kaidos Klamotten ansehen, bemerken wir, dass er viel lila trägt. Komisches Farbenspiel für einen unbesiegbaren Krieger, oder nicht? Kommen wir nun zu seiner Schwäche, denn es wird oft gesagt, dass Herkules ein zu großes Temperament hatte und oftmals betrunken war. Auch das passt wieder perfekt zu Kaido. Ich hoffe, diese kleine Inspirationsquelle hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.